Wir begrüßen Morten Behrens erstmals bei Blau-Weiß Interviewt. Morten, herzlich willkommen erstmal. Wir freuen uns heute mit dir etwas über dich und auch über den 1. FC Magdeburg sprechen zu dürfen. Morten, als allererstes wollen wir erstmal wissen, am Montag, da stand ja das Stadtderby an zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Erstens vielleicht, wo hast du das Spiel verfolgt und ja, wie sehr hast du noch mitgebangt und mitgehofft? Vielen Dank für die netten Worte. Ich habe das Spiel zu Hause auf dem Sofa geguckt und habe natürlich auch dem HSV noch die Daumen gedrückt. Sind so ein bisschen die Erinnerungen vom letzten Jahr hochgekommen, wo wir 4-0 gewonnen haben. Dieses Jahr hat es leider nicht so geklappt, aber ich drücke ihn natürlich für die Saison natürlich auch die Daumen. Du hast es gerade angesprochen, im März, da war ja gerade mal das letzte Stadtderby am Millerntor. Du selbst warst noch Teil des Teams vom Hamburger SV, hab dort 4-0 gewonnen, sagtest du gerade. Was war das für ein Erlebnis für dich? War sicherlich schon eines deiner Highlights, oder? Auf jeden Fall, also das war ein richtig geiles Erlebnis. Ich war als dritter Torwart mit dabei, hab die ganze Atmosphäre mit aufgesaugt und nach dem Spiel mit den Fans zu feiern, das war überragend. Siehst du da gewisse Parallelen zwischen den enthusiastischen Hamburger Fans und auch nun den FCM-Fans? Ja, absolut. Also die Fanbase ist auf beiden Seiten überragend. Es macht richtig Spaß, hier zu spielen. Dafür spielt man Fußball. Im vergangenen Sommer, da zog es sich nun nach Magdeburg. Wie hast du dich denn in den allerersten Wochen im Team eingefunden? Es war relativ leicht, hier aufgenommen zu werden. Also die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Es waren ja auch viele neue dabei. Aber insgesamt das ganze Umfeld und im Verein, das passt einfach. Und deswegen brauchte ich keine lange Eingewöhnungszeit und ja, konnte direkt loslegen. Du bist ja ein Hamburger Jung. Wir haben mehrere ehemalige Hamburger bei uns in den Reihen, wie beispielsweise Alexander Bruns, dein Torwartkollege Tore Jakobsen oder auch Brian Coquelin, Sirlot Conte oder Sören Bertram. Hält man sich da automatisch ein bisschen an seine ehemaligen Hamburger Kollegen? Also Tore war ja nur der Einzige, mit dem ich vorher auch schon zusammen gespielt habe. Mit dem habe ich am Anfang natürlich auch viel gemacht, aber ja, ich sag mal, das passt einfach so, dass viele auch aus dem Norden hier sind. Da fühle ich mich natürlich auch direkt wohl. Welche Erwartungen hast du denn mitgebracht im Zuge deines Wechsels? Was möchtest du hier in Magdeburg erreichen? Und vielleicht auch anschließend gleich, inwiefern wurden deine Ziele bislang schon erfüllt? Ja, ich wollte hier einfach den nächsten Schritt machen. In Hamburg habe ich die Perspektive nicht mehr gesehen und da stand für mich einfach der Schritt in die dritte Liga an. Und da bin ich natürlich mit den Erwartungen hier reingegangen, einfach meine Spiele zu bekommen und mich weiterzuentwickeln. Und ja, jetzt habe ich mein erstes Spiel gemacht, im Pokal und in der Liga. Von daher denke ich, bin ich meinem Ziel auf jeden Fall schon einen Schritt näher gekommen. Du sprichst es gerade an, im August, da stand das DFB-Pokalspiel an. Es war nicht nur dein erstes Spiel hier in unserer MDCC-Arena, sondern auch gleichzeitig dein erstes DFB-Pokalspiel. Was war das für dich für eine Erfahrung, hier erstmals vor ausverkauftem Haus zu spielen und dann auch noch gegen so einen großen Gegner wie den SC Freiburg ran zu dürfen? Ja, ich glaube, ein besseres erstes Spiel kann man sich gar nicht wünschen. Also das war eine Top-Kulisse, ein super Gegner und auch ein richtig gutes Spiel von uns. Deswegen kann ich mich nicht beschweren über dieses erste Spiel. Und auch das erste Ligaspiel war ein tolles Erlebnis, gerade hier mit den Fans, das ist immer was Besonderes. Der Alexander Bruns, dein Torwartkollege, ist ja nun leider erstmal außer Gefecht gesetzt, aus gesundheitlichen Gründen. Wie nimmt man das als Torwartkollege eigentlich auf? Siehst du eher die Chance oder sagst du da auch eher, Mensch, schade, Alex, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ich möchte hier jetzt zusehen, dass ich rankomme? Ja, natürlich ist es blöd gelaufen, also da kann man an der Stelle auch erstmal nur noch mal gute Besserung sagen, weil sowas wünscht man keinem, das ist nichts Schönes. Der Konkurrenzkampf hat uns, glaube ich, beide weitergebracht, aber jetzt werde ich natürlich versuchen, meine Chance zu nutzen. Im Training, da kümmert sich ja vorwiegend unser Torwarttrainer, der Matthias Tischer, um dich und um Alex und auch um Tom Schlitter jetzt neu dabei. Was hast du in den ersten Monaten zu ihm für ein Verhältnis aufgebaut? Wie versteht ihr euch miteinander? Ja, ich habe mit ihm ja auch das erste Gespräch geführt, um überhaupt hier diesen Wechsel zu forcieren. Und da hatte ich einfach ein gutes Gefühl. Und das hat sich auch weiter bestätigt. Also wir haben
eine gute Zusammenarbeit, alle drei, beziehungsweise vier jetzt ja. Wir kommen alle gut miteinander aus und macht gutes Torwarttraining, von daher bin ich voll zufrieden. Ähnlich wie mit Cheftrainer Stefan Krämer, wie würdest du den beschreiben? Ist das ein ähnliches Verhältnis? Ja, also mein Ansprechpartner ist in erster Linie natürlich Tischi, aber der Trainer ist auch ein guter Typ, offen für alle, also auch ein gutes Verhältnis. Keine Probleme. Wie oft bist du denn eigentlich zusätzlich noch aktiv, wenn du jetzt, ja, meinetwegen stehen jetzt zwei Trainingseinheiten auf dem Programm, wie oft suchst du danach beispielsweise noch den Gang ins Fitnesscenter oder machst koordinative Einheiten? Ich weiß nicht, erzähl mal, was macht man so als Torwart noch nebenbei? Hauptsächlich vorm Training versuche ich immer an meiner Beweglichkeit zu arbeiten. Ich mache gar nicht so viel Krafttraining, weil das eher kontraproduktiv wäre. Ich versuche an meiner Beweglichkeit zu arbeiten, an meiner Schnellkraft. Und ja, das macht man natürlich dann an den freien Tagen oder wenn eine Einheit ansteht, nochmal nachträglich nach dem Training. Du sagst gerade schon, du bist vorm Training sogar schon aktiv. Gehört das heutzutage schon dazu, dass man als moderner Torwart ja auch sich schon vor dem Training quasi vorbereitet, um eventuell auch Verletzungen vorzubeugen und, ich weiß nicht, um eventuell noch ja, die Leistungsgrenze nach oben zu korrigieren im Training? Ja, für mich ist es einfach eine gute Routine, einfach vor dem Training sich nochmal kurz zu mobilisieren und aktivieren. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Also manche können auch kalt auf den Trainingsplatz gehen und rufen dann ihre Leistung ab. Also das muss einfach jeder für sich selber wissen. Aber ich fahre damit gut, mich einfach vor dem Training nochmal zu aktivieren und dann nach dem Training noch ein bisschen was zu machen. Genau. Wie regenerierst du denn da am besten nach dem Training? Was machst du da für Sachen? Ja, da nutze ich auch die Black Roll, um mich ein bisschen auszurollen, stretchen und ich gehe auch gerne in die Eistonne. Nur noch mal eine ganz andere Frage. Viele unserer Jungs interessieren sich ja auch für ganz andere Sportarten. Jetzt kürzlich ist auch die NFL, also American Football, die oberste Liga in den USA wieder gestartet. Interessiert dich sowas auch oder guckst du eher wirklich nur auf deine forcierte Sportart Fußball? Also hauptsächlich gucke ich wirklich Fußball. Da gibt es ja auch wirklich genug Ligen, die man sich angucken kann. Ja, andere Sportarten habe ich gar nicht so. Also ich gucke alles so ein bisschen nebenbei, so ob es NFL ist. Ich habe mir vorgenommen, hier zum Handball zu gehen. Das ist ja auch eine super Möglichkeit. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Lieblingssportart nebenbei. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, du hast überwiegend Fußball auf dem Schirm? Sitzt du denn sonntags, weiß nicht, vor dem Handy oder vor dem Fernseher und guckst dir Liga 1 bis 4 an oder verfolgst du ehemalige Teamkollegen? Wie sieht das aus? Wie machst du das? Ja, wenn ich die Zeit habe, dann verfolge ich schon ehemalige Teamkollegen und Vereine, erste Liga natürlich auch, Premier League und sowas, das guckt man schon auch oder ob es nur Highlights sind. Aber wenn ich Zeit habe und meine Freundin oder Familie ist da, dann nutze ich natürlich lieber die Zeit mit denen. Kommen wir mal genau auf die Zeit nach dem Training zu sprechen. Wo zieht sich denn hin in Magdeburg, wenn vielleicht mal ein freier Tag ansteht? Bis jetzt war ich viel in Einkaufsläden unterwegs, bei Ikea oder Poco. Um die Wohnung einzurichten? Genau, jetzt habe ich auch mittlerweile alles zusammen. Und ja, ansonsten bin ich gern in der Stadt, beim Allee Center oder so. Ich wohne auch da in der Nähe, von daher gehe ich gern dahin. Wem bist du da häufig unterwegs? Mit welchen Jungs von uns aus dem Team? Ja, da bin ich zum Beispiel mit Tore oder Dodo, Dustin. Da haben wir so eine kleine Gruppe gefunden, wo wir uns dann auch mal abends zusammensetzen zum Fußball gucken oder so. Mit deinem Wechsel nach Magdeburg, da hast du ja auch eigentlich erstmals den Norden so wirklich verlassen. Wie ist es denn, wie ist dein Kontakt heutzutage aus zu deiner Familie, zu deiner Freundin, zu Freunden? Wie machst du das und wie regelmäßig funktioniert denn das? Ja, die versuchen natürlich so oft, wie es geht, herzukommen. Meine Familie hat jetzt auch schon 3-4 Spiele hergesehen. Also die kommen auch, wenn ich nicht gespielt habe. Was sagen die zur Stimmung hier? Ja, super. Also die waren ja auch oft in Hamburg und die sagen, das ist mindestens gleichwertig. Ja, und meine Freundin kommt auch so oft, wie es geht, hierher. Wenn die nicht herkommen können, dann versuche ich an einem langen Wochenende nach Hause zu fahren. Also das klappt bis jetzt ganz gut. Fehlt dir denn irgendwas aus deiner Heimat, aus Hamburg? Weiß nicht, beispielsweise der Fischmarkt oder die Alster. Elbe hast du ja in beiden Städten. Vermisst du sonst noch irgendwas? Ach nee, also wenn ich jetzt die Reeperbahn sagen würde, dann würde ich vielleicht lügen, aber ansonsten vermisse ich eigentlich nichts. Gut, Morten, abschließende Frage. Stell dir bitte folgendes Szenario vor, es läuft die letzte Spielminute. Es geht um alles. Würdest du lieber
einen Elfmeter parieren hinten im Kasten oder würdest du vielleicht lieber vorne das Tor erzielen als Torwart? Naja, es ist beides schön. Also, wenn es der Mannschaft hilft, natürlich auch den Elfmeter halten. Und sonst auch das Tor vorne machen. Also je nachdem, ich nehme beides, wie es kommt. Hast du da eigentlich gewisse Vorbilder? Irgendwie, dass du sagst, die oder die Legende von früher, also eine Torwartlegende, an die orientiere ich mich? Ja, der erste war ganz klar Oliver Kahn. Da habe ich mir viel abgeguckt, so als kleines Kind. Dann war es Manuel Neuer. Jetzt noch Ter Stegen. Also ich glaube, wir haben viele gute deutsche Torhüter, bei denen man sich was abgucken kann. Besten Dank, Morten. Da haben wir noch eine Frage raufgepackt. Und ja, lieben Dank, dass du dich hier uns gestellt hast. Spaß gemacht und bis bald. Danke. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.